Das ist es. Es tut mir leid, Sophie. Doch du bist in Wirklichkeit die Hexe Arcana. Nein. Aber es gibt da ein Problem mit eurer Aussage. Warum sagt er jetzt eurer? Die kennen sich doch so gut. Aber, ja, also Arbeit und Freizeitvergnügen sollte man nicht zusammenbringen, ne? Okay. Aber es gibt da ein Problem mit eurer Aussage. Ein Problem? Ihr seid doch am Abend den Glockenturm hinaufgegangen, nachdem der Ring... Außerdem, ich bin leider mit den Beweisen noch nicht durch gewesen, sonst hätte ich das vielleicht auch rausgefunden. Möglicherweise. Oder auch eher nicht. Ich glaube, darauf hätte ich gar nicht geachtet. Ihr seid doch am Abend den Glockenturm hinaufgegangen, nachdem der Regen aufgehört hatte, nicht wahr? Ja, ich glaube das. Zumindest gibt es Beweise dafür. Meine Fußabdrücke auf der Treppe. Ja, das ist richtig. Günther. In der Tat. Auf der Treppe wurden Fußabdrücke gefunden. Doch in dieser Zeichnung fehlt etwas. Fehlt? Was meint ihr damit, Verteidiger? Es gibt keine Pfotenabdrücke der Katze, Nora. Weißt du, er hat zu der Katze gesagt, es gibt keine Pfotenabdrücke der Katze. Die Katze fragt sich, welche Katze? Genau. Oh! Ihr habt doch gesagt, dass Nora euch gefolgt ist, oder? In diesem Falle hätten wir natürlich Pfotenabdrücke einer Katze auf den Treppen finden müssen. Ah! Ich hatte Hoffnung, ihr hättet etwas Gehaltvolles zu vermelden. Doch ihr macht euch lächerlich, die Erklärung ist simpel. Die Katze kletterte wahrscheinlich schlicht auf die Schulter der Angeklagten. War es nicht so, Zeugin? Nein, sie folgte mir. Dann hätte die Katze Mehl auf der Unterseite. Hä? Dann hätte die Katze Mehl auf... Ah, nee, Mehl war später erst. Mist. Ja. Ja, Nora befand sich auf meinen Schultern, glaube ich. Sie mag keinen Dreck, also kletterte sie auf meine Schultern, wenn der... klettert sie auf meine Schultern, wenn der Boden schmutzig ist. Aber der ist doch gar nicht schmutzig gewesen. Warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Ihr habt ausgesagt, dass die Katze euch folgte. Ich bin voll unzuverlässig als Zeugin. Ein unbedeutendes Detail, Verteidiger. Lasst die Sache einfach auf sich beruhen. Nö! Ich mag euch unbedeutend erscheinen, doch ich kann weitreichende Konsequenzen haben. Es zeigt, dass Sophies Aussage unglaubwürdig ist. Was wollt ihr damit sagen? Dass Sophies Aussage unglaubwürdig ist. Ah. Das leuchtet ein. Seit einiger Zeit hat Sophie nicht mehr mit ihren eigenen Worten ausgesagt. Alle wichtigen Teile ihrer Aussage stammen von Großinquisitorin Gloria. Sie ließ Sophie diese Sachen sagen. Behauptet ihr, dass ich die Großinquisitorin, die große Angeklagte bin? Nein, die Angeklagte dazu angestiftet haben soll, Meineid zu begehen? Ja. Sollte dies nicht zutreffen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Ihr seid die große Hexe Arcana! Nämlich, dass die Zeugin Sophie, der Narrateur, keine klare Erinnerung an die Vorfälle hat. Was redet ihr da? Die Zeugin soll sich nicht an das Verbrechen erinnern können? Sophie... Könnt ihr euch wirklich daran erinnern, was geschah? Nein. Genau. An was könnt ihr euch denn erinnern? Gar nichts. Vermutlich ist es auch so. Ja.
Erinnert ihr euch daran, auf den Glockenturm gegangen zu sein oder an die Beschwörung des Feuerdrachen? Ja. Oh. Ihr sagtet ebenfalls, ihr erinnert euch an das legendäre große Feuer, das die Stadt bis auf die Grundmauern niederbrannte. Ja. Ja, ich erinnere mich daran. Es war jedoch vor langer, langer Zeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, oh, sind sie ja. Erinnert ihr euch gleich gut an beide Ereignisse? Erinnert ihr euch, diesen schrecklichen Feuerdrachen beschworen und euren eigenen Vater getötet zu haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Genau, gibt es dann eigentlich auch, wenn es ein großes und gigantomanisches Feuer und eine große und eine eventuell auch gigantomanische Hexe gibt, eine gigantomanisch-Inquisitorin? Dieser, weiß ich nicht. Dieser Gag wurde gesponsert vom Streamchat. Streamchat! Wir machen ihre Witze. Ich wollte auch gerade irgendwie sowas machen, aber überlegen. Ich bin Arcana, oder? Nein! Ich erinnere mich an das große Feuer, nur warum kann ich mich an nichts erinnern, das gestern Nacht geschah? Euer Ehren, die Angeklagte ist verwirrt und kann sich nicht daran erinnern, was wirklich geschah. Deshalb plädiere ich auf Unzurechnungsfähigkeit. Ist ihr Geständnis, die große Hexe zu sein, ebenfalls nicht glaubwürdig? Was soll das? Sie gesteht, Arcana zu sein. Haltet sie nicht auf, dann ist der Prozess schnell rum. Ihre Aussage ergibt keinen Sinn. Ich bin mehr als nur eine Person. Ich bin außerdem noch Walsam von Walsam und Walsam. Oh, du hast eine Katze. Du Hexe, verbrennt ihn. Jetzt ist sie weg, okay. Du musst ihn Joey Schatzilein nennen. Joey Schatzilein. Es funktioniert. Oh, ist das schön. Ja. Wer ist diese andere Person? Entschuldigung. Dieser Satz ist lustig. Wer ist diese andere Aber Person? Aber Herr Professor, was machen Sie denn dann? Oh Mann. Die Fanarts habe ich gezeigt in der letzten Aufnahme. Stimmt's? Also, du hast sie ja nicht gesehen. Du hast sie erst danach gesehen. Ich habe sie heute Morgen gesehen, ja. Ja. Also, Mark kennt sie. Jo. Joey möchte eine Aussage machen. Was ist denn? Mensch! Moment! Ja, okay. Oh! Aber Nora fällt gerade, Sophie fällt um. Okay, jetzt kannst du. Okay. Wer weiß, was da mit Joey ist. Er will wirklich eine Aussage machen. Er hat Nora gesehen und jetzt mag er sie. Noch. Bis sich herausstellt, dass Nora in Wirklichkeit ein Hund ist. Genau. Ich habe eine neue Theorie. Ja? Nora ist in Wirklichkeit ein Hund und mit Phosphor verbündet. Das klingt einleuchtend. Sophie, warum bist du umgefallen? Zu viel getrunken. Tja. Ich hätte jetzt gesagt, das könnte der Richter sein. Gerichtsdiener, trag die Angeklagte zur Notfallkammer. Der Gerichtsdiener ist der Typ, der immer das Essen bringt. Für den König. Oh.
Das hat jetzt aber gedauert. Was, bis es bei dir ankam? Ja, vielleicht liegt das bloß an der Internetleitung. Ja, das muss es sein. Ja. Oder an meinen Hirnwindungen. Ja, die auch. So, aber was machen wir jetzt? Wir haben keine Zeugin mehr. Das Gericht fasst die aktuelle Lage der Angeklagten kurz zusammen. Sie hat simuliert. Sophie de Narrateur wurde während der Befragung sehr aufgewühlt und verlor das Bewusstsein. Ja. Sie ist weiterhin ohne Bewusstsein, doch ihr Leben ist nicht in Gefahr. Zumindest bis zum Urteilsspruch. Das ist ein schöner Satz. Das ist schon übel. Glück gehabt, ich war sehr besorgt. Naja, wenn sie sowieso in diesem Zustand ist, können wir das Ganze auch abkürzen. Nick, ich will jetzt nicht herzlos klingen, aber ist es dann nicht sowieso schon egal? egal? Was ist egal? Du weißt schon, Professor Layton sucht doch nach hilfreichen Hinweisen. Oh mein Gott, eine neue Theorie. Ich habe eine neue Theorie gelesen. Phoenix ist in Wirklichkeit der große Feuerdrache. Und er wurde nur mit einem Feuerdrachen verwechselt. In Wirklichkeit ist Phoenix nämlich ein Feuervogel. Ah. Danke an Inquisitor Phoenix aus dem Chat. Ja, wenn dann Credibility, wo Credibility hingehört, weißt du? Genau, und das war jetzt das erste Mal, wo sie auch wirklich... Nein. Und das ist dann das, was am Ende auch wirklich passiert. Das wäre so krass. Phoenix ist die große Hexe Feuerdrache. Was? Weiter. Ja, hast du das schon gelesen? Ja. Okay. Er sucht nach hilfreichen Hinweismünzen. Und jetzt ist es für uns einfacher, Zeit zu schinden, bis er hoffentlich mit Beweisen zurückkehrt. Oh, er hat wieder welche gefunden. War das wirklich Layton oder war das etwa... Ja, es... Das ist der Mario! Okay, er kehrt hoffentlich mit Beweisen zurück, ja. Maya hat recht, das werden wir tun. Euer Ehren. Es ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Doch bei Roller! Den Prozess fortzuführen, während die Angeklagte nicht anwesend ist. Nicht angeklagt ist. Außerdem... Ist es möglich, dass jemand am Tatort die Angeklagte beeinflusst hat? Mit Drogen, die sie jetzt zum Umfallen gebracht haben? Vielleicht hat sie eine Katzenallergie und das vernebelt sie. Aber wenn sie eine Katzenallergie hätte, dann könnte sie trotzdem... Könnte es eine große Hexe mit Katzenallergie geben? Bestimmt. Manche haben ja auch Raben. Ja, das sind die mit Katzenhaarallergien. Genau. Die Verteidigung beantragt eine Unterbrechung, um weitere Ermittlungen durchführen zu können. Stell dir mal vor, Katze hat Menschenhaarallergie. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Was ist diesbezüglich eure Meinung, Großinquisitorin Gloria? Schuldig! Ich erkenne, dass der Verteidiger schlicht auf Zeit spielt. Soll er doch. Sie hat mich direkt durchschaut. Ja, wenn er dann immer so betrappelt guckt, wundert mich das auch nicht. Jedoch stört es mich dieses Mal nicht. Natürlich gilt dies nur, wenn die Bürger dieser Stadt ebenfalls keine Wände haben. Einwände. Nee, sie haben zwei Wände. Vier Wände. Häuser. Moment mal. Oh. Das Gericht vertagt sich bis morgen, hat er noch gesagt. Ich hab's zu spät gesehen. Oh. Ihr Verteidiger, hört auf mit euren Albernheiten! Genau, genau! Ob das sowas ist, was man in irgendwelche anderen Sachen reinshoppen könnte? Ja, 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 ja. Genau, das nächste Let's Play wird nicht nur mit Sounds, sondern auch mit Einblendungen. Oh Gott, das schaffe ich nie.
Genau, genau. Oh Mann. Genau, genau.